Das ist alles, was es für einen Weltrekordversuch braucht. Jede Menge Holz, Anpacker mit Muskeln und Grips, einen Kran und ziemlich viel Planung im Vorfeld. Die Idee ist entstanden vom Herrn Eckerbetter. Der hat gesagt, er will so riesen Paletten machen beim Fest des Jahres. Und dann haben wir sie drauf gesetzt am Schreibtisch und haben das Projekt entwickelt. Was habt ihr da entwickeln müssen? Naja, eben das Verhältnis mal gescheit durchplanen, dann die ganzen Leinbinder bemessen. Die größte Palette der Welt soll hier in Neustift im Mühlkreis gebaut werden. 2800 Kilo wiegt ein einziges Holzteil. Insgesamt 20 Tonnen schwer wird die Riesenpalette. Er lenkt den Kran und muss ziemlich genau arbeiten. Das Schwierige ist, dass wir es sehen können. Das ist so weit zumindest. Aber wir werden versuchen, dass wir es irgendwie hinbringen. Wie funktioniert das? Was braucht ihr da für Equipment, dass das passt wird, man? Die werden eingehängt mit so Schäkeln und nachher werden sie verschraubt. Verantwortlich für den neuen Weltrekordversuch beim Fest des Jahres in Neustift ist Peter Egger, Palettenerzeuger von hier. Alles geht glatt. Nach gut 2 Stunden Arbeit, jeder Menge Schweiß und genauer Planung steht sie da. Die wahrscheinlich größte Holzpalette der Welt. 40 Kubikmeter Holz. Das wären 120 Kubikmeter Hackschnitzel, mit denen ein Einfamilienhaus 12 Jahre beheizt werden kann. Aufgeregt selber war ich vielleicht nicht unbedingt, weil ich davon ausgegangen bin, dass das hat nicht sehr viel schief gehen können. Obwohl der Kran war sehr leicht an der Grenze oder war eigentlich an der Grenze. Dadurch haben wir die Ladearbeiten machen müssen. Also das war, glaube ich, ein wenig das Gefährlichste, dass wir das dann irgendwo nicht ganz genau dorthin bringen. Aber toll geklappt. Dass die Neustifter an Weltrekorden basteln, hat mittlerweile Tradition. 1998 hat alles mit der größten Eierspeise begonnen. Jetzt ist Neustift im Mühlkreis dafür bekannt, dass das Fest des Jahres nicht nur Zeltgaudi bietet. Damit alles klappt, helfen viele Freiwillige zusammen. Es sind eigentlich nur Freiwillige. Wir haben 200 Personen ungefähr, die was helfen. Und jeder muss mindestens 2 Dienste machen, das ist leider so. Wo kommen die, für welche Organisationen? Oder? Ja, wir haben 5 Vereine, die eigentlich gleichgestellt sind. Das sind 2 Musikvereine, 2 Feuerwehren und der Sportverein. Die 5 Vereine, die machen das schon über 40 Jahre und das funktioniert eigentlich sehr gut. Ob es die Riesenpalette vom Fest des Jahres in Neustift tatsächlich ins Guinness-Buch der Rekorde schafft, das steht derzeit noch nicht fest.